Hallo meine Freunde und willkommen zum dritten Part vom Foot Elite Midweek Cup. Es ist jetzt mein dritter Spieltag und die ersten beide konnte ich ja erfolgreich gestalten. Und ja, wir sehen, der Gegner hat ein stabiles Team, ne? Zwar, ja, klar nicht so krass wie meins, aber darf man natürlich nicht unterschätzen, sowas. Ich habe jetzt auf der Bank Tidavi, das ist Grüße gehen raus an Daniel, habe ich mir als Troll auf die Bank genommen. Müsste ich wieder runternehmen. Als Super Subs habe ich hier meine, ja, normalen Super Subs, sag ich mal, Balde Diao, Sané und Alessandrini. Und für Notfall habe ich noch Mounier Fuhmes auf der Bank, falls ein defensiver eine rote Karte bekommt. So, er spielt enge Raute. Und ja. Muss ich wahrscheinlich in der Halbzeit ins 4-4-2 wechseln. Aber egal, wir spielen einfach mal. Es geht ja hier nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Klar würde ich gerne so viele Spiele wie möglich gewinnen. Aber das ist ja hauptsächlich Training für die Weekend League. Und daher einfach ein bisschen tryharden und gegen gute Spieler antreten. Ja, Vera schon mal da mit dem 1-0. Erste Frage, was macht Vera da vorne? Zweitens, warum ist er im Sturm? Zweitens, warum erfüllt er die Anweisung nicht? Er hat hinten bleiben. Drittens, wo waren meine ZOMs? Das ist natürlich auch eine interessante Frage. Oh, ich spiele gleich im Sturm Suarez und Mbappé. Oder Son und Mbappé. Suarez hat ja auch noch. Aber den wird wahrscheinlich eher im ZOM spielen. Ich kann den Konter leider nicht mehr schnell machen. Wen suchen wir? Hullet? Hullet finden wir? Hullet macht das 2-0. Starke Sache. So muss es sein. Guter Start. Guter Start. Also ich merke schon, offensiv weiß der Gegner, was man machen muss. Defensiv steht er ein bisschen offen, wie ich teilweise. Ich bin ja defensiv auch nicht wirklich der Beste. Ja, den hat er gerochen. Kein Foul. Unser dunkelhäutiger Freund pfeift mal nicht gegen mich. Was los, EA? Wollt ihr mich vor der Weekend League noch ein bisschen ermutigen? So, Salah, das muss das 3-0 sein. Souverän gespielt. Ja, das macht er gut, das macht er gut. Schaltet schnell um. Schade. Hat er gut gemacht. Der Abschluss zwar nicht so sauber, aber das Umschaltspiel war sehr, sehr nice. Er steht aber auch sehr, sehr offensiv, muss man dazu sagen. Er steht extrem offensiv. Schade, wurde da Rollit noch abgefangen, kurz. Foul. Er wäre kein Foul gewesen. Souverän.
So, zweiter Pfosten ist Salah. Stark in die Mitte, Hüllet. So mag ich das. 3-0 nach 24 Minuten. Starke Sache. FC Sweaty heißt er. Ja, das war von mir jetzt halt Sweaty, aber so ist halt FIFA. Sweaten ist heutzutage nicht mehr so schlimm wie früher. Früher wurdest du ja schon fast verurteilt, wenn du gesweatet hast. Jetzt, seit es die Weekend League gibt, ist es schon fast Standard. So, hol it, mach den Hattrick perfekt. Schade. Boah, schöner Heel-to-Heel. Gut getimter Heel-to-Heel vor allem. Ich muss meine Heel-to-Heels noch ein bisschen üben. Die sind noch nicht so gut. Boah, das war ganz schlecht. Boah! Das war schlecht von mir. Aber Ter Stegen ist da. Dann machen wir den Seitenwechsel so. Schicken wir einfach mal Salah. Zweiter Pfosten. Zack, Vieira 4-0. Geht da raus. Verbeugen wir uns vor Vieira. Doppelpack. Er macht Rage Quit, hat er mir im WhatsApp geschrieben. Okay. Da ist einer mad. Er behauptet, mein Testing hält alles, aber er hat... Okay, er hat zweimal aufs Tor geschossen. Ja, er hat keinen Bock mehr, ja. Okay. Dann habe ich das dritte Spiel gewonnen. Das war eine kurze Angelegenheit. Falls du das siehst, trotzdem, also ich habe es ihm auch geschrieben. Schlecht gespielt hat er ja nicht. Also, offensiv kann er was. Aber defensiv muss er besser werden. Das sage ich wie bei mir, ne? Ich muss offensiv, ist bei mir eigentlich schon ziemlich gut. Defensiv bin ich aber dafür noch relativ schlecht. Ja, dann ja, verabschiede ich mich jetzt. Ist halt das Video nur 10 Minuten lang. Puh, ja. Dann sehen wir uns beim vierten Spieltag wieder. Oh, das hat mir nicht als Sieg gezählt. Das wäre mein 998. Sieg gewesen. Frech. Ja. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns dann beim vierten Spieltag wieder. Einen schönen Abend noch. Tschüss.